Ich darf Sie hier im Rathaus der Stadt Wetzlar auch namens des Landrates Wolfgang Schuster, das ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung, ganz herzlich willkommen heißen und freue mich, dass so viele Freunde des Sportes den Weg in unser Rathaus gefunden haben. Ich darf Sie auch im Namen des Sportdezernenten der Stadt Wetzlar, Herrn Wagner, Herrn Bürgermeister Wagner, willkommen heißen und ebenso auch im Namen des Regierungspräsidenten, der hier heute unter uns ist, wie auch des Herrn Stadtverordnetenvorstehers Udo Volk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute stehen im Mittelpunkt natürlich diejenigen, die für Deutschland, für die deutsche Olympiamannschaft die herausragenden Leistungen erzielt haben. Ich darf ganz besonders begrüßen Lukas Müller, dort steht er, der Goldmedaillengewinner. Ich begrüße Fabian Hambüchen, der Silbermedaillengewinner. Mein Gruß gilt Katrin Klaas mit einer hervorragenden Platzierung. Und Christian Christiansson. Esa Krause kann leider heute nicht mit dabei sein, die ja auch im Team aus dem Lahn-Dill-Kreis mit dabei war und eine wunderbare Platzierung erreicht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich sind auch die jungen Sportlerinnen und Sportler, die hier so ein Spalier mitbilden, ganz herzlich willkommen zu heißen. Und das zeigt ja auch die Verbundenheit zum Spitzensport. Spitzensport bedeutet Vorbild, bedeutet, dass sich andere, viele junge Menschen daran orientieren, sich identifizieren mit diesen Leistungen, selber danach streben im Rahmen ihres Trainings, dass sie einmal ein Stückchen in diese Richtung kommen, ob sie jemals solche Ruderleistungen, turnerische Leistungen oder andere Leistungen erbringen werden, das wird die Zukunft mit weisen. Aber auch diejenigen, die hier als Olympiateilnehmer stehen, haben ja mal klein angefangen, haben ja im Verein mal angefangen, denen hat es Spaß gemacht und dann sind sie Stück für Stück immer ernsthafter in die Sportaktivitäten mit eingebunden worden. An dieser Stelle natürlich von meiner Seite her einen herzlichen Glückwunsch an die Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer, die so großartig unser Land, unsere Bundesrepublik Deutschland, unsere Region, unsere Städte und Gemeinden vertreten haben. Ein Glückwunsch für diese herausragenden Leistungen, die sie erbracht haben, gekrönt teilweise durch Medaillen oder durch besondere Plätze. Und es zeigt, dass Sportlerkarrieren nicht nur individuelle Karrieren sind, die natürlich zunächst Ziele sind, die man sich selber mitsteckt, sondern abstrahlen auf die Region und gerade die Sportstadt Wetzlar, der Lahn-Dill-Kreis als ein Kreis, der über viele umfangreiche Sportaktivitäten verfügt, kann stolz darauf sein, in dieser Weise in London vertreten gewesen zu sein. Und das macht Appetit darauf, dass es vielleicht auch in den nächsten Jahren weitergeht und wir weiterhin mit Spitzenleistungen uns darstellen können. Und das geht von den Spitzenclubs, die wir haben, von den Rollis über die HSG, über andere, über den Tanzsport, bis eben zu der Individualleistung, die wir auch hier in der Leichtathletik, im Turnen, im Rudersport mit sehen. Und deshalb hoffe ich und wünsche ich, dass dieser heutige Empfang ein Stück Anerkennung, ein Stück Motivation auch für diejenigen sind, die heute im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Sehr geehrte Frau Klaas, Herr Müller, Herr Hambüchen, Herr Christiansson, ich wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Freude am Sport und wir wünschen uns noch viele Gelegenheiten, wo wir Ihnen zu herausragenden Ergebnissen gratulieren dürfen. 17 Tage nach Abschluss der Olympischen Spiele in London, just an dem Tag, an dem die Paralympischen Spiele eröffnet werden, dürfen wir Sie hier im Rathaus willkommen heißen und mein besonderer Gruß gilt Lukas Müller, Fabian Hambüchen, Katrin Klaas und Kari Christian Christiansson. Herzlich willkommen.
alle haben, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, einen Bezug zu unserer Stadt Wetzlar, Wetzlar zur Stadt des Sports. Ich glaube, wir können mit großem Stolz sagen, dass wir in Gemeinschaft mit dem Landkreis Lahn-Dill in unserer Stadt hervorragende Sportstätten vorhalten, dass wir uns als Stadt zum Breiten- und zum Spitzensport, aber auch zum Behindertensport bekennen. Und ich sage bewusst hinzu, ohne Breitensport kein Spitzensport und ohne Spitzensport auch kein Breitensport. Dessen sind wir uns bewusst und Sie als erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Spiele unterstreichen dies und sind ja auch Vorbildfunktion für viele, die in den Vereinen aktiv sind, als Nachwuchssportlerinnen und Sportler, sind Motivator im Grunde mit ihren Erfolgen für die Übungsleiterinnen und Übungsleiter und all die, die in den Heimatvereinen natürlich dazu beitragen, dass der Rahmen dafür gegeben wird, dass diese Erfolge auch möglich sind. Ich darf Ihnen, bevor ich nochmal auf jeden einzelnen von Ihnen eingehen möchte, ganz herzlich zu Ihrer erfolgreichen Teilnahme an den Olympischen Spielen gratulieren. Meine Damen, meine Herren, ich darf mit Fabian Hambüchen, dem Wetzlarer Silbermedaillengewinner, beginnen und darf Ihnen, lieber Hambüchen, ganz, ganz herzlich zu der zweiten olympischen Medaille gratulieren. Peking war es Bronze, in London nun war es Silber. Einen ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich denke, das komplettiert die Vielzahl von sportlichen Erfolgen, die Sie vorzuweisen haben. Die Weltmeisterschaften in Stuttgart, viele Europameisterschaftstitel und deutsche Meisterschaftstitel. Das ist ein Beleg für ein sehr erfolgreiches Sportleben und ich denke, das Sportjahr hat ja nicht so erfolgreich begonnen, wenn ich daran denke, an die Achillessehnenverletzung und die es sehr erforderlich machte, sich auch wieder ranzukämpfen und diese Spitzenleistung in London zu erbringen. Das ist eine ganz große Leistung gewesen und dazu nochmal unseren herzlichen Glückwunsch. Ich denke, dass diese Leistung gebracht werden konnte, ist natürlich auch einem Team und insbesondere auch ihrer Familie, die sie ja tatkräftig unterstützt, zu verdanken. Und deswegen schließe ich in diesen Dank und diese Glückwünsche natürlich auch ihrer Familie ganz herzlich ein. Wenn Sie jetzt Ihren Wohnsitz verändern, momentan ist es ja auch nach Nauheim, meine Heimatgemeinde und damit auch die Stadt Wetzlar, um nach Köln zum Studium zu gehen, so wünsche ich Ihnen von dieser Stelle aus für den weiteren Weg alles erdenklich Gute und ich habe ja auch zur Kenntnis nehmen dürfen, dass es sportlich in der Region weitergeht, wenn ich mal den Bogen etwas weiterschlage, was das Bundesliga-Engagement beim KTV Oberlahn dann künftig anbelangt, auch für die Einsätze in der Turner-Bundesliga alles Gute. Meine Damen, meine Herren, ich darf überleiten zum Goldmedaillengewinner Lukas Müller aus Solms, 25 Jahre alt, wohnt in Alfshausen, geboren in Wetzlar, also ein Bezug zu Wetzlar und darüber hinaus sportlich in Wetzlar aufgewachsen bei der Rudergesellschaft Wetzlar und jetzt aktiv für RC Germania Düsseldorf. Gewinner der Goldmedaille im Ruderachter. Ich glaube, wer die Rennen verfolgt hat am Fernseher, konnte sehen, welche tolle Leistung Sie mit Ihrer Mannschaft dort vollbracht haben und wie souverän Sie im Grunde das Gold dann auch errungen haben. Dazu einen herzlichen Glückwunsch und diese Goldmedaille komplettiert ja schon eine Reihe von sportlichen Erfolgen, die Sie vorzuweisen haben. Europameister im Achter und Weltmeister im Achter in den Jahren 2010 und auch im Jahr 2011 Weltmeister im Achter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann darf ich Katrin Klaas ansprechen. 28 Jahre, Hammerwerferin aus Breitscheid im Westerwald und startend für die LG Eintracht Frankfurt. Den 5. Platz bei den Olympischen Spielen im Finale der Hammerwerferin mit 76,05 Metern errungen. Und sie haben damit ihre persönliche Bestleistung aus dem Jahr 2011 bei 75,48 Meter lag, übertroffen. Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis und hat Ihnen, wie gesagt, den Platz 5 eingebracht. Und der Platz 5 ist auch der, den Sie momentan in der Weltbestenliste einnehmen. Dieser Erfolg komplettiert andere sportliche Erfolge, die Sie errungen haben. 2009 den 4. Platz bei der WM in Berlin, 2011 den 7. Platz bei der WM in Südkorea und 2012 den 4. Platz bei der Europameisterschaft in Helsinki. Und ich fand es sehr erfreulich,
auch für unsere Region und für unsere Stadt, Frau Glas, dass Sie bei der Süddeutschen Leichtathletikmeisterschaft am 18. und 19. August hier in Wetzlar in unserem Stadion dabei waren und einen neuen Wurfkäfig, den wir auch im Stadion aufstellen konnten, eingewiesen haben und damit auch genauso wie andere, wie Frau Krause, die auch zugegen war, olympischen Glanz in das Stadion und zu diesem Sportfest gebracht haben. Das hat uns sehr gefreut. Ich glaube, das war eine ganz tolle Aktion und ich darf hinzufügen, auch nochmal mit Blick auf den Kämmerer, wir haben in diesen Käfig für die Hammerwurfveranstaltung investiert und wir sind eine von wenigen Kommunen, die über eine solche Einrichtung verfügt und wir werden diese Einrichtung jetzt für das Leichtathletikfest in Berlin ausleihen können und damit auch ein Stück weit etwas zur Refinanzierung beitragen. Und da Frau Glas auch in Berlin startet, mag es ein gutes Omen sein. Zu Kali Christian Christiansson kommen, dem 27-jährigen Handballspieler aus Island, der für die HSG Wetzlar in der Bundesliga antritt und natürlich auch für die isländische Handballnationalmannschaft. Er hat mit seinem Nationalteam das Viertelfinale bei der Olympiade in London erreicht und auch zu diesem sportlichen Erfolg herzliche Glückwünsche und alles Gute. Der Erfolg bei den Olympischen Spielen ist im Zusammenhang zu sehen mit weiteren sportlichen Leistungen, mit sportlichen Erfolgen. Zweimal isländischer Meister, Europameister mit der U19-Mannschaft 2003 in der Slowakei und 2011 der sechste Platz mit Island bei der Handball-WM in Schweden. Diese Leistung, die Sie in London erbracht haben mit Ihrem Nationalteam, glaube ich, haben Sie schon ein Stück weit mit in die Heimat gebracht und auch mit eingebracht. Diesen Spirit bei dem Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den HSV. Und dort haben wir ja gesehen, was bewirken kann. Wir haben den HSV geschlagen und ich glaube, damit einen guten Start für die HSG hingelegt. Und ich denke, das ist auch ein gutes Omen hier für die jetzt begonnene Saison. Alles Gute. Meine Damen, meine Herren, auch wenn Gesa Felicitas Krause heute nicht hier sein kann, so sollten wir doch zumindest noch mal darauf hinweisen, dass sie auch eine großartige Leistung in London erbracht hat. Im Hindernislaufen, 3000 Meter Hindernislaufen bei den Olympischen Spielen, hat sie mit der persönlichen Bestleistung von 9 Minuten 23,52 abgeschlossen. Das ist eine sehr gute Leistung, die erste Olympiateilnahme. Und ich glaube, das lässt aufbauen und hoffen auch auf weitere gute Leistungen. Und wir wünschen ihr von dieser Stelle alles Gute, viel Erfolg. Und ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren, liebe Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer, wir gratulieren Ihnen an dieser Stelle nochmals recht herzlich, wünschen Ihnen für den weiteren sportlichen Werdegang alles Gute und hoffen, dass wir uns bei solchen Gelegenheiten hier im Rathaus immer wieder begegnen können.